Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76 Wastelanders. Nach wie vor bin ich der Schrecken, der mit der Armbrust die Nacht durchflattert. Genauer gesagt, ich versuche das jetzt hier abzuschließen. Und ich habe mir inzwischen auch mal ein cooles Mod für meine Armbrust gegönnt. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich jetzt hier erbarmungslos ein bisschen aufräume. Plasma ist was Feines. Oh, das macht Spaß. Yay! Und ein grüner Shit, der hier so ein bisschen durch die Gegend guckt. Ah, wunderbar. Ich habe Spaß. Ja, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig hier. Aber es wird. Oh, jetzt werden sie aber richtig rabiat. Opa. Oh, leck. War ja klar. Warum entdecken die einen immer so schnell? Das ist doch nicht lustig. Okay, Jungs, dann muss ich halt eben so schießen. Das ist jetzt lästig. Aber gut, dann machen wir es halt ohne Schleichen. Ja, okay. Pläne, die man hatte und die nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Hätte ich jetzt mal einen Feuereffekt gehabt, dann können die jetzt vor sich hinrennen. Aber das habe ich ja mit dem Bogen schon. Ich wollte jetzt nicht dasselbe nochmal nehmen. Zumindestens treffen sie offensichtlich nicht gut genug. Alter. Oder meine. Alter. Na, jetzt lauf doch nicht weg, Junge. Ah! Mann! Okay, ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Traut ihr euch nicht? Okay, dafür haben wir ja genügend Stimpaks, ist ja alles okay. Wir sind ja hier mal wieder die richtigen super Wildwesthelden, die im Standby-Shooting sozusagen mit der Armbrust verbrannte ausnocken. Das ist so ein bisschen müßig. So, der nächste. So, dann haben wir hier noch einen. Du kriegst auch noch einen Pfeil ins Gesicht. Komm, Junge, Mädel, was auch immer. Ach, shit, wieder dran vorbei. Boah, das ist doch lästig. Aber die hübschen Plasmahäufchen sehen ja schon noch was aus hier. Alter, ich hab dich doch gerade getroffen. Was soll denn das? Mann! Jetzt aber. Einer weniger. So, und hier hinten steht noch einer, der rumstresst. Aber ich glaube mal, jetzt kann ich mich wieder verstecken, ohne dass es ein Problem wird. Ja, Dinge, die man plant und die dann so ein bisschen anders laufen als geplant. Aber immerhin, ich krieg sie platt und ich sammle eine Menge Schrot bei dem ganzen Spaß. Oh mein. So, hier ist der Held im Erdbeerfeld. Genauer gesagt, ich bin der Held im Erdbeerfeld. Hoppala, wo kam denn der jetzt her? Wie seltsam. Hahaha. Ja, wir sind sehr heldenhaft. Wir verstecken uns immer hier. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, dauernd irgendwie einen Shootout mit den Viechern zu machen. So, Kumpel. Huhu, da hat er vor Freude geleuchtet. Mensch, ist doch schön sowas. Ich weiß inzwischen glücklicherweise auch, wo ich. Okay. Schrotpatrone nehmen wir mit. Wo ich die Shooting Range finde, genauer gesagt halt da, wo diese Armbrustprüfung stattfindet, dann brauche ich nämlich nur noch die Armbrust ein paar Mal reparieren und dann ist dieses Abzeichen auch gerettet. Wenn ich jetzt halt die 50 Jungs hier durch habe. Mal gucken. Ja, das war ein guter Treffer. Ich mag die Armbrust. Ich hätte sie viel früher bauen sollen. Damit kann man viel Spaß haben. Vor allem, wenn man Kopfschütze hinkriegt. Braucht halt ein bisschen Übung und etwas Abstand. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil an der Sache. Lady Lynx rennt hier jetzt durch. Ach komm, Mädel, versau mir nicht meine Killquote hier. Kannst du nicht woanders irgendwelche Viecher töten? Das sind meine. Ah, seufzt. Ja, okay, die macht jetzt alles platt hier. Scheiße. Immer diese Hochlevel-Spieler. Was soll denn der Scheiß? Geh woanders hin, Mädel. Das ist mein Spielspaß hier. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich sehe schon, ich muss nochmal in die Morgantown High School oder so, um hier meinen Frieden zu finden.
Hat die jetzt hier auch alles geplättet? Ja, hat sie. Ah, so ein Shit. Ja, was soll das denn, Mensch? Ich guck mal eben, wie viel ich noch brauche. Welt hier. Zwei Stück brauche ich noch. Hier steht ja noch einer. Oh, mit einem Biertrinkhelm. Ach, Leute. Wer hätte gedacht, dass mir die Hillbillies die Sache versauen? Mal gucken, ob hier bei dem Portside-Diner noch irgendwelche Viecher sind. Mal schauen. Vielleicht habe ich ja dieses Mal Glück. Ich brauche doch nur noch zwei. Oh mein. Aber ich glaube, die sind hier auch ziemlich tot. Och nee, das ist doch scheiße. Wenn man hier einmal Viecher braucht, also ein verdammtes Mal. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, sind immer irgendwelche Viecher in der Nähe und nerven rum. Und diese beiden Male, wo ich jetzt tatsächlich mal welche gebraucht hätte, sind keine da. Es ist doch. Ah, zum Mäusemelken! Mensch! Das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht finde ich ein paar Robos, die ich töten kann. Aber wie ich mein Glück kenne, sind hier jetzt auch keine mehr. Das klingt nämlich hier wie ziemlich viel geschossen. Oh mein. Okay, dann muss ich mir woanders irgendwas suchen. Das ist ja mal. Ah, das ist echt ärgerlich. Und das Wetter wird jetzt auch noch schlecht. Mensch, das will doch hier niemand haben. Gott, gucken wir mal auf der anderen Seite. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar wilde Ghule oder sowas. Hallo, ihr kleinen Ghule. Ghuli, Ghuli, Ghuli. Ihr seid doch auch immer da, wenn man euch nicht braucht. Oh, ist das die Möglichkeit? Ernsthaft? Es ist nichts zu sehen. Noch nicht mal eine pisselige Maulwurfsratte. Was ist das denn hier für eine Sauerei? Alter. Da bestellt man sich einmal Mobs und kriegt keine. Was ist das denn? Ah. Die machen mich fertig hier. Okay, gucken wir mal, ob ich hier drüben noch irgendwas entdecken kann. Ich brauch doch nur noch zwei. Oh Gott, es ist doch. Da liegen irgendwelche auf der Straße. Ah, warte mal, da. Da ist Ghoul. Ja. Der steht doch bestimmt auf eine Ladung Plasma. Oder der hier. Wenn ich den treffen würde. Okay, auf die Entfernung ist das jetzt auch schon so ein bisschen. Okay, der hat die halbe Packung gekriegt. Restliche Packung kommt jetzt auch. Super, jetzt brauche ich nur noch einen. Hallo, kleiner Ghoul. Dein Kopf ist hässlich, also machen wir ihn platt. Ja, und direkt dann vorbei. Nicht zu glauben. So. Ja, 50 Viecher. Jetzt schaue ich mal eben, ob ich noch meine Bolzen zurückkriege. Das wäre jetzt ganz fein. Ja, und atomaren Abfall. Toll. Das sind die Dinge, die der Pfadfinder von heute braucht. Atomarer Abfall. Okay, also zumindest das hätten wir. Da bin ich ja schon mal sehr froh drüber. Gemüsestärke kann ich auch mitnehmen. Super. Okay, also. Da hätten wir dann schon mal fürs Bogenschießen die 50 erwischt. Ich muss jetzt die Schussprüfung noch machen. Meine bessere Hälfte meinte, das wäre hier bei den Pfadfindern oben auf dem Felsen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das finde. Wenn ich es nicht finde, muss ich meine bessere Hälfte ein bisschen klopfen. Oder wild durch die Gegend eiern in der Hoffnung, es vielleicht dann doch noch irgendwann zu finden. Also genau das, was ich sowieso bei jedem Let's Play irgendwie mache. Wild durch die Gegend rennen und Dinge nicht finden. So. Hier irgendwie oben auf dem Berg. Ah, schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie was finden. Ob es hier irgendwo hoch geht. Ah, hier geht es irgendwie hoch. Gucken wir mal. Also ein bisschen mehr Höhe kann jetzt schon mal nicht verkehrt sein. Oh, da ist so ein Turm. Vielleicht ist das ja hier dann. Oh, das könnte ja tatsächlich sein. Hier geht auch ein Pfad hoch. Oh. Das könnte natürlich eine sinnvolle Sache sein. Und hier unten sind noch Ghule. Okay, das ist jetzt erstmal eine Runde Schießen üben auf die herkömmliche Art und Weise. Viecher platt machen. Upsi, der ist so ein bisschen explodiert. So, da kommt der nächste. Glaube mal, du weißt jetzt noch nicht so recht, was du machen sollst. Das auch okay ist. Jetzt lauf doch da nicht hoch, du blödes Viech. Es hilft dir eh nichts. Rums. Uppala.
Du möchtest auch? Kein Problem. Ich hab noch ein paar Bolzen. Einer weniger. Okay, aber ich glaube, das ist hier keine Shooting Range. Das ist einfach nur ein... ein Ausguck. Was ist das hier? Das sind so Hütten weiter oben. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Also ich finde das schon. Das Coole ist, dass man bei diesen Ausguckdingern auch immer die Möglichkeit kriegt, ein paar weitere Punkte mitzunehmen. Mal schauen. Ich gehe mal nach oben und schaue, ob ich hier noch irgendwelche Orte nicht entdeckt habe in der Gegend. Wenn man hier oben dann die Aussicht benutzt, dann kriegt man da in der Regel noch irgendwo ein, zwei Sachen, die man vielleicht übersehen hat. So, oh, sauberer weißer Teller, Stimpak. Ach, Entschuldigung. So, gucken wir doch mal hier. Gebiet ausspielen. Mal schauen, was mir noch fehlt. Smith Farm. Ein neuer Ort. Oh, na, das war jetzt ja richtig viel. Das hat sich total gelohnt. Ah, hier ist die Smith Farm. Da war ich noch nicht. Na gut. Da ist ein Zettel. Boss liest Notiz. Gucken wir mal. Du findest ihn morgen um 14 Uhr auf dem Dach von Grafton Steel auf der anderen Seite des Sees. Schalte Mr. Hendrick aus und deine Schuld ist beglichen. Okay. Ich nehme das mal mit. Ich sehe schon, ich muss mal bei Grafton Steel vorbeischauen und gucken, ob ich die Leiche von Mr. Hendrick finde. Das wäre jetzt natürlich lustig. Immerhin ist dieser Raider ja in Erfüllung seiner Pflicht gestorben oder so. So, gucken wir mal, wo ich denn jetzt hier noch lang muss. Aber der Armbrust macht echt Spaß. Also irgendwo Bogen und Armbrust, das sind so Sachen, damit kann man mich durchaus verlocken. So, aber das hier ist es definitiv nicht. Das ist der Ausguck. Ich muss in die andere Richtung offensichtlich. Mal schauen. Nee, hier Nee, da drüben ist ja schon Grafton Steel. Ha. Okay, ich bin wahrscheinlich wieder mal zu verpeilt, es zu finden. Wie ich mich kenne. Was ist denn hier oben? Sind auch nochmal so... was ist das hier? Hier ist lauter Kleber. Das ist ja mal nett. Das nehmen wir alles mit. Yay. Das ist offensichtlich so die Bastelecke. Hier haben sie Vogelhäuschen gebaut. Das ist ja mal geil. Ah. Ja, hier ist die Bastelecke. Das finde ich ja witzig. Fuchslieder, okay. Hier ist so ziemlich alles drin, was man so brauchen kann. Farbdosen zum Anmalen. Das ist ja geil. Also man muss es ihnen lassen. Sie bieten bei diesen Weltenkonstrukten hier immer wieder etwas, wo man was entdecken kann. Und das ist logisch. Oh, ah, ich glaube, hier hinten ist das. Hoppala. Schauen wir mal hier drüben. Das sieht doch gut aus hier. Ja, ich glaube, das ist es. Mal hier entlang runter. Nicht verstrahlen lassen. Uiwei, das ist schon ein bisschen verstrahlt. Ja, ich glaube, das hier ist das mit den Pfeile schießen. Jupp. Hier haben wir mehrere Ziele. Was ist das hier? Bauplan für die Armbrust haben wir aber schon. Upsi. Ich glaube aber nicht, dass der zur Prüfung gehört. Hö. Nee, glaube ich nicht. Was haben wir denn hier? Schönes, saubere Kaffeedose. Ja, lauter so Zeug, was kein Mensch braucht. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal mit, was der... Oh, wilder Plünderer, cool. Günstiger Wunderkleber, alles mit bei, geil. Okay, also, hier habe ich jetzt meine Prüfung offensichtlich. Hoffe ich mal. Archery Range, do not enter. Klingt aber nicht sehr gesund. Naja, wir wissen ja auch, dass wir immer darauf warten müssen, dass der Mr. Handy uns erlaubt, dass wir weiterschießen. Es gibt hier sogar ein Klo. Wahrscheinlich für denjenigen, der das Ding hier betreut. Oh, was haben wir hier? Noch ein Bauplan? Wasserfilter. Ne, den habe ich schon. Cafeteria-Tablett. Zigarette. Zigarette. Und das bei den Pfadfindern. 10 ways to be a safe archer. Point a loaded bow exclusively at the target. Okay, also immer nur auf das Ziel mit dem gespannten Bogen zeigen. Always point the bow downrange. No sky drawing. Also immer den Bogen nach unten zielen lassen, nicht in die Luft. Never shoot across lanes, also nicht zwischen den Bahnen hin und her schießen. No
and obey all range commands. Also immer schön auf den Mr. Handy hören. Oh, follow correct line and whistle procedure. Okay, whistle procedure. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schieß immer in deiner Bahn oder so. Warum auch immer. Retrieve targets and arrows at the time. At the same time as all other archers. Also Ziele und Pfeile immer dann mitnehmen, wenn das die anderen auch tun. Always check to make sure the range is clear before shooting. Okay, also immer schön nach vorn gucken und Ausschau halten, ob da irgendjemand reinrennt. Oh, das ist alles ganz schön schlecht. Use only target or field painted arrows. Broadhead, blunt point and razor tipped arrows are prohibited. Ah, okay. Also, man soll immer nur zwei bestimmte Arten von Pfeilen hier benutzen. Die anderen drei sind böse, weil damit tötet man Leute. Always check equipment before shooting. Okay, das machen wir. Ist die Armbrust da? Ja, prima. Alles gecheckt. So, ah ja, hier muss ich mal anschalten. Tod von oben. Oh, bitte werf das jetzt nicht hier drauf ab. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße. So, wo kommt die Bombe runter? Bitte jetzt nicht hier. Bitte nicht hier. Na, sieht man es schon? Ah ja, hier unten. Okay, okay. Gut, dann kann ich jetzt mal hier anfangen. Achtung, Bürger. Also Kinder, endlich lernt ihr eine der wichtigsten Lektionen des Lebens. Wie ihr ein Ziel mit einer handgespannten Armbrust trefft. Nur wer ins Schwarze trifft, tötet einen Roten. Darum sind nur Volltreffer gültig. Landet genug Volltreffer innerhalb der Zeit, um zu bestehen. Okay. Und haltet Abstand, Pfadfinder! Lauft nicht auf der Anlage herum, sonst landet der Pfeil in eurem Allerwertesten. Okay. Legt los! Immer aufwärts! Okay, und hier jetzt in die Mitte schießen wird sehr lustig, weil ich sehe das die Mitte nicht. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer! Okay, was haben wir hier noch? Super. Bleibt im Übungsbereich! Ja, würde ich ja gerne tun. Ich sehe nur das Ziel nicht, Junge. Weiterschießen, Pfadfinder! Glückwunsch! Ha! Jetzt bist du ein geprüfter, lautloser Scharfschütze. Schnapp yes. dir deine Armbrust und auf zu guten Taten! Ich bin voll der mega krasse Killer-Archer. Und was kriege ich? Splittergranaten? What the fuck? Habt ihr irgendwas hier nicht richtig verstanden, liebe Leute? Oh my. Okay, also jetzt muss ich nur noch die Armbrust dreimal reparieren oder halt drei Armbrüste reparieren. Ich habe leider nur diese eine. Das heißt, ich werde sie einfach so lange benutzen, bis sie irgendwie kaputt geht und dann reparieren und dann nochmal reparieren und nochmal reparieren und dann haben wir das Thema durch. Ja, das ist ja mal geil. Okay, also zumindest die Archer-Prüfung ist relativ simpel. Das ist jetzt etwas, was sicherlich jeder, der auch einigermaßen schießen kann, auch hinkriegen kann. Also ich glaube nicht, dass ihr da irgendwo Probleme kriegt. Ich hoffe es zumindest nicht. Also wenn selbst ich das hinkriege, dann schafft ihr das auch. Archery Range. Do not enter. Mhm. Aber immerhin wissen wir jetzt auch, wie das mit dem Archery... fuck. Funktioniert. Meyerlurks? Okay. Das wollen wir jetzt mal nicht. Aber wenn ich eh schon hier in der Gegend bin, kann ich gleich auch mal kurz beim Parkplatz vom Wavy Willards gucken, ob dort der Mob liegt, bei dem man die Kamera kriegt. Weil die fehlt mir ja auch noch und ich brauche für so ziemlich jede andere Prüfung die Möglichkeit, Fotos zu machen. Das heißt, diese Quest muss ich mir auch noch reintun. Ja, und die müsst ihr auch mitmachen, liebe Leute. Die müsst ihr auch mitmachen. Ihr habt euch die Pfadfinder-Sache gewünscht, ihr kriegt die Pfadfinder-Sache. So bin ich ja mal. Ne? Oh mein. So, schauen wir doch mal. Sind hier jetzt irgendwelche Viecher? Ich glaube, auf dem Parkplatz noch nicht. Aber mir geht es ja eh nur darum, diesen einen Typen zu finden, der jetzt hier eh nicht liegt. Ah, shit. Das wird jetzt wieder so ein lustiges Server-Hopping-Event werden, fürchte ich. Weil der liegt an mehreren Ecken. Schrägstrich kann da liegen, muss aber nicht. Das ist mal ätzend. Okay, Spaß in Tüten nicht. Kriegen wir aber auch hin, glaube ich. So, beim Wavy Willards hätte ich jetzt hier auch gleich ein Foto machen können, müssen sollen. Habe ich aber nicht.
Dann überlegen wir doch mal, welche Prüfung wir als die nächste angehen. Archery haben wir jetzt fast. Ich muss ja hier nur noch dreimal reparieren. Insektenkunde ist mit dem Mottenmannflügel so ein bisschen ätzend. Okay, Jagdkunde. Kochende Mahlzeit mit Fleisch vom Retthirsch, das haben wir schon. Wolf mit dem Messer töten. Impro-Injektor, Schrotflinte. Okay, Jaguar mit einer Schrotflinte töten, das kriege ich irgendwie hin. Mit einer automatischen Waffe sollte eigentlich auch gehen. Redhirsch mit Schwarzpulverwaffe. Was habe ich hier? Kochen. Bereite Essen zu, während du Kochmütze trägst. Hirnbomben. Cranberry-Fleisch. Klopse. Gebratenes Wild mit Beeren. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Aber ich muss dann auf jeden Fall mal einen Yaogwai töten. Soweit sind wir ja schon mal. Medizin wird schwierig. Weil dafür bräuchte ich diesen Stimpak-Diffusor. Den bekommt man als Rezept nur, wenn man Projekt Paradies mit mindestens zwei überlebenden Tieren schafft am Ende. Und ich hasse dieses blöde Event. Ich war da jetzt irgendwie zwei, dreimal mit dabei und es ist jedes Mal irgendwie mega katastrophal gelaufen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwann mal hinkriege. Kriechtierkunde, dafür brauche ich auf jeden Fall diese Kamera. Aber das würde dann schon damit abgefrühstückt werden, dass man Meierlörkönige und Königinnen und Jäger und so weiter tötet. Quatsch, ein Foto macht. Schlinger wüsste ich auch. Frosch wird schwierig. Todeskralle wüsste ich jetzt auch wo. Ja, was haben wir noch? Schwimmen. Oder Sport. Ah, hier sind diese Sportparcours-Dinger. Das könnte man natürlich mal auch angehen. Säugetierkunde, das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber ich melke ja fleißig Brahmin, aber ich muss hier auch noch Fotos machen. All das ist doch ätzend. Okay, also um diese komische Fotosache komme ich wahrscheinlich nicht rum. Weg zur Erleuchtung. Ja, gut, das ist halt immer so ein bisschen ätzend hier. Also wegen dem Mottenmannflügel, keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Aber gut, darüber überlegen wir uns dann das nächste Mal. Vielleicht werde ich jetzt einfach ein bisschen Server hoppen und hoffen, dass ich dann irgendwann mal auf diese Leiche hier treffe. Ich weiß nicht, ob ich die nicht zufälligerweise doch mal mitgenommen habe, als ich hier in der Gegend war. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Aber das mache ich jetzt nicht hier im Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschö.